Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei Let's Play Stardew Valley. So, wie ihr seht, falls ihr beim letzten Mal nicht zugeschaut habt, wir haben hier ein bisschen ausgemistet, denn wir haben unsere ganzen Fermentierfässer etc. haben wir in unseren Schuppen gebracht, damit wir da entsprechend ein bisschen mehr Quatsch machen können, den wir nicht in unserem Haus machen müssen. Moment. Kokos hatten wir schon versucht, ne? Ne, geht nicht. Okay, gut. Was nehmen wir dann als Öl? Nehmen wir Sonnenblumen. Sonnenblumen sind gut. So, erstmal nach draußen und siehe da, wir haben direkt wieder ein bisschen Post. Komm beim Laden vorbei und schau dir die neuen Angeln an, die ich verkaufe. Sie sind die besten, die man mit Geld kaufen kann und du kannst sie mit verschiedenen Ausrüstungsteilen ausstatten. Hoffentlich bis bald, Willy. Das ist doch mal sehr gut, wenn er neue Angeln hat. Können wir dann entsprechend bald mal nachschauen. So, unser Stall, der braucht noch ein bisschen. Und unsere Eier brauchen auch noch. Nein, brauchen eigentlich nicht, aber ich meine, ich brauche Eier. Das war das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Irgendwie, ich merke schon, ich bin ja noch nicht ganz wach, würde ich jetzt nicht sagen. Nur irgendwie habe ich jetzt gerade kurz ein klein wenig geistige Umnachtung gehabt, wie man so schön sagt. So, dann einmal Eier gesammelt. So, die Chicks haben wir alle gestreichelt. Wunderbar. Mensch, Kleiner, was liegst du denn hier draußen? Nicht, dass du erfrierst. Geben wir dir trotzdem mal was auf, wenn es gefrieren wird. Aber dann hast du immerhin ein bisschen Eis zum dran schlecken. So, viele neue Pilze. Oh, Pfifferling. Huhu. Aber immer noch kein Trüffel, leider. Weil ich nicht weiß, ob man überhaupt so an Trüffel rankommt oder ob man den irgendwie ausbuddeln muss. An der Stelle, wo halt entsprechend diese kleinen Würmchen sind im Boden. Könnte natürlich auch sein. So. Wisst ihr was? Ich mache jetzt schon mal, jetzt wo wir ja hier den Platz haben, disponieren wir doch mal um. Und stellen dich dahin, wo du auch letzten Endes hin sollst. Und wir haben ja noch ein paar Wege. Die Frage, wollen wir Steinwege oder Holzwege nehmen? Ach komm, nehmen wir Steine, haben wir so viel von über. Weil wir doch ein bisschen übereifrig waren damit. Zack. Ja, alles klar. So, dann müssen wir hier noch. Muss ja alles in Ordnung haben hier, ne? So, dann hier noch hoch. Wunderbar. Weg damit. Und da noch ein Wegelchen. So, hätten wir das schon mal durch. Und wir haben hier direkt schon wieder Ölfeld. Mein Gott, das geht ja echt schnell mit dem Öl, muss man sagen. Ach stimmt, wir wollten ja noch, haha, wir wollten ja noch die Eier zu Mayonnaise weiterverarbeiten. Da war ja was. So, zack, zack. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal direkt Willy besuchen und schauen mal nach dieser neuen tollen Angel. Und dann könnten wir doch heute mal so einen kleinen Angeltag mal wieder zur Abwechslung machen. Haben wir noch was? Gefrorene Geode? Sonst noch was Geodenmäßiges? Nö, nicht wirklich. So, ihr kommt schon mal damit rein. Ihr Krokusse. Ich meine, der Plural müsste Krokusse sein, oder? Ne, Kroki macht keinen Sinn. Egal. Es gibt wichtigere Themen. Zum Beispiel, dass ich vergessen habe, die Pilze da rein zu tun. Oh mein Gott! So, wir lassen uns aber auch mal direkt die Geoden aufbrechen, würde ich sagen. Deswegen nehmen wir natürlich unsere wunderbar flinke, schnelle Kohlelore. So, die Stechpalme nehmen wir noch mit. Zack. Auf in die Stadt. Oh, noch eine Stechpalme. Perfekt. So, dann einmal Geoden aufbrechen lassen. Was ist das für ein Klotz? Sandstein, oh. Stein. Huhu. Jaguit.
und Kupfer. Was haben wir hier jetzt noch Schönes? Was ist das denn für ein Klumpen? Hämatit. Aha. Iridiumerz. Und Feuerquarz. Sehr gut. Ich würde aber sagen, wir sollten die Sachen doch mal eben zurückbringen, weil ich sehe sonst schon wieder Platzmangel im Inventar. Der ist ja dann schon wieder vorprogrammiert. Habe ich nur bedingt Lust drauf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich frage mich, warum die Bäume nicht wachsen. Ob die nicht wachsen, weil Winter ist, oder ob die nicht wachsen, weil die auf dem falschen Untergrund sind. Aber ich würde mal unterstellen, das liegt daran, dass Winter ist. So, dann packen wir nochmal Steinchen da rein. Das da rein. Zack, zack. Und ihr kommt in unsere Edelsteintruhe. Wobei ich die, glaube ich, auch wegbringen könnte. Egal, machen wir später. Jetzt geht's erstmal auf zu Willy. Aber wir können jetzt auch ruhig hier rumgehen. Dann können wir auch direkt nochmal am Kalender vorbeischauen, ob irgendwer Geburtstag hat. Ich meine nicht, aber es müsste jetzt die Tage mal nicht wieder was anstehen in dem Fest. Da müsste ich dann nochmal schauen. Quest haben wir keine. Haben wir überhaupt noch eine offen? Ja gut, die Skeletthülle und den Tintenfisch. Ja, alles klar. Okay, heute hat keiner Geburtstag. Übermorgen hat Caroline Geburtstag. Und da ist das Fest des Eises am 8. Okay, alles klar. Gut, aber jetzt erstmal auf zum Strand. Und ein Weihnachtsbaum. Wie süß. Und eine Stechpalme. So, du hast was gefangen. Das finde ich sehr schön. Dann schauen wir gleich mal bei Willy vorbei. Was ist denn hier Schönes? Nautilusmuschel. Oha. So. Dann auf zu Willy. So, Bambus, Fiberglas, Iridiumangel. Wuhu. Ja, nice. Die kaufen wir uns doch mal direkt. Dann kommen die Schnecken, verkaufen wir direkt. Und die Nautilusmuschel und die Auster verkaufen wir auch. Dass sie direkt wieder ein bisschen was reinkriegen. Fügt Gewicht zur Fischleiste hinzu und verhindert damit, dass sie am Grund herumspringt. Oh, das ist sehr nice. Haben wir noch was? Fallenfischköder, Dreher? Sich im Wasser zu drehen, erhöht die Beißrate von Fischen etwas. Ja, ich versuch's erstmal hiermit. So. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal, ob uns die Angel direkt Glück bringt. Hauen erstmal ein paar Köder ran. Wir schauen nochmal ganz kurz, was uns jetzt alles fehlt. Bei den Flussfischen fehlt uns nur noch der Blaubarsch. Hier fehlt unser Wallspringer. Ich vermute aber mal, den können wir hier nicht kriegen. So, hier fehlt uns Thunfisch, Riffbarsch und Buntbarsch. Und hier fehlt uns noch der Glasaugenbarsch. Okay, alles klar. Dann halten wir mal die Angel rein. Und schauen mal, ob ein bisschen was anbeißt. Wäre sehr geil. So. Sehr schön. Eine Sardine, mal so zur Abwechslung. Ich sollte vielleicht nicht immer an der gleichen Stelle angeln, weil dann brauche ich mich ja im Endeffekt auch nicht wundern, wenn ich immer nur die gleichen Fische kriege. Rotbarbe, Moment. Rotbarbe, brauchen wir den? Nee, Riffbarsch war es. Okay, ich wusste, es war ein roter dabei. Wir versuchen es mal hier so in... Okay, hier klappt es schon mal nicht. Gut, wir versuchen es mal hier an der Seite, würde ich sagen. Im etwas seichteren Wasser. Da beißt schon direkt was an. Was ist es diesmal? Wahrscheinlich wieder ein weißer Thun. Nein, wieder ein Rotbarbe. Ach, komm schon. So, der Schatz ist mir an der Stelle herzlich egal.
Ach, immer nur die gleichen Fische. Das ist doch Käse. Vielleicht sollte ich auch mal recherchieren, ob man von den Fischen, die uns jetzt noch fehlen, ob man die nur in einer bestimmten Jahreszeit fangen kann. Weil wenn man jetzt im Winter die nicht fangen kann, dann macht es ja natürlich keinen Sinn, sich hier stundenlang hinzustellen und die zu angeln. Hoi! Okay, der ist ein bisschen widerspenstiger. Ein Thunfisch, den brauchen wir sogar, oder? Ja, endlich, wir haben mal wieder ein schönes Ding. Dann machen wir weiter. Schön, dass wir endlich mal so einen Thunfisch haben. Wir haben ja immer die ganze Zeit vorher nur so einen weißen Thun, wenn überhaupt, gefangen. Das lässt mich dann ja doch wieder ein bisschen hoffen, dass man hier vielleicht doch mal Erfolg haben konnte mit der Angelei. So, diesmal wollte ich den Schatz holen. Weil der Fisch ist nicht so widerspenstig, dass es nicht klappen dürfte. Na, was ist drin? Wow, 10 Köder. Hey, ho. Okay, weiter geht's. Nächster Wurf. Ich sollte nicht mehr so hastig am Anfang direkt schon hochziehen, wenn der Fisch nur ein ganz kleines bisschen hochgegangen ist. So, ich würde sagen, wir suchen uns mal wieder eine andere Stelle. Zum Beispiel hier ganz hinten. Weil es ja doch recht weit draußen ist. Komm. Danke. Das war jetzt ein bisschen knapp, weil ich leider ihn nicht ganz erwischt habe gerade, aber egal, es läuft ja noch bei uns, ne? Und das ist der Hauptsache. Ein Hering. Und ein Köder. Schön, dass er ihn wieder ausgespuckt hat. So, hauen wir wieder ein paar dran. So, komm, jetzt will ich mal was Gutes sehen hier. Mit was Gutes meine ich natürlich etwas, was wir im Community Center gebrauchen können. Ich sehe da gerade, dass es da so blubbert. Ich guck mal, vielleicht kommen wir ja doch noch ran mit der Angel. Das weiß ich jetzt nicht, ob das reicht von der Reichweite. Das sieht mir fast ein bisschen zu weit aus, aber von hier sehe ich es noch nicht mal. Oder ist das schon weg? Nee, aber wir werden eh nicht so weit gekommen, selbst wenn das hier hinter der Leiste ist. Wo ich mir gerade echt nicht sicher bin, ob es noch da ist oder ob es einfach schon verschwunden ist. Und wieder eine Sardine. Dann würde ich sagen, suchen wir uns nochmal eine andere Stelle hier aus. Vielleicht hier hinten so im halbtiefen Wasser. Haben wir bisher immer nur im seichten und im ganz tiefen geangelt, glaube ich. Oi! Was auch immer es ist, es will leben. Wieder ein Thunfisch. Wie Bud Spencer so schön sagte, erst darf man jahrelang nicht und dann kommen sie alle auf einmal. Schön, perfekt. Eine Sardine. Was kommt als nächstes? Wer hat noch nicht, wer will nochmal? Komm schon. Danke. Dürfte wieder eine Sardine sein, oder? Nein, ein Rotbarbe. Moment, ach, das war wieder der falsche, ne? Oh, verdammt, ich komme da immer durcheinander, weil ich natürlich sofort drauf anspringe. Oh, ein roter Fisch, aber wir brauchen ja einen Riffbarsch. Aber ein Riffbarsch, der ist doch bestimmt nur in so einem seichten Gewässer. Also kann ich mir zumindest vorstellen, würde vielleicht Sinn machen. Eine Sardine.
schauen, was wir hier so rausziehen. An dieser Stelle. Überraschung, eine Sardine. Das war leider... warum dreht er sich jetzt immer nach unten? Bäh. So, geht doch. Oh, toll, Seetang. Lecker, lecker Seetang. Komm, mach mal was Gutes hier. Ein Hering. Versuchen wir es doch mal hier ganz oben. Mal gucken, ob wir hier was anderes rausziehen. Was wir vielleicht gebrauchen könnten. Oi. Recht widerspenstig, der Gute. Alter. Mein Gott. Was ein Krampf. Alter, endlich. Was ist das denn? Mein Angelgerät ist kaputt. Und ich habe einen Tintenfisch. Moment. Muss ich nicht einen Tintenfisch fangen? Ja, fang einen Tintenfisch. Ja, sehr geil. Gut, dann gehen wir doch mal direkt zu Willy und geben ihm das gute Stück. Na, guck. Oh, geschlossen. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, ob er in der Bar ist. Ich glaube, da könnte man von ausgehen. Hm, sogar in Silber. Ach, hier liegt hier noch ein bisschen was rum. Oh, getrockneter Seestern. Auch nicht schlecht. So, dann schauen wir mal in der Kneipe. Vielleicht ist er ja gerade da. Wäre zumindest recht cool. Jawohl. Hey, du hast es geschafft. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Der Winter ist eine gute Zeit, um die alte Angel wieder rauszuholen, nicht? Jo, das stimmt wohl. Hui, 800 Steine. So, schnacken wir mal mit euch. Mann, ich scheine nicht zu bemerken, dass du hier bist. Guten Abend, Kopfgeburt. Ich bin froh, dich entspannt hier zu sehen. Es ist gut für dich, hin und wieder eine Pause zu machen. Dein Großvater hat immer viel zu hart gearbeitet. Ich werde in seinen Ehren heute ein Extrabier trinken. Das hast du echt jedes Mal, wenn du hier bist, oder? Die Zeit scheint hier langsamer zu vergehen. Joach, kann man sich drüber streiten, aber gut. Yo, Gas, gib mir noch eine halbe von deinem Stärksten. Aha. Das Geschäft läuft in letzter Zeit echt gut, ich bin echt zufrieden. Schön. Grüß dich, Emily. Wenn ich nicht so beschäftigt wäre, würde ich dir dabei helfen, in der Höhle am See zu graben. Oha. Können wir mal zusammen buddeln gehen? Er danzt da ganz für sich alleine. Ich habe die ganze Woche hart gearbeitet. Ich habe mir etwas Entspannung an einem Freitagabend verdient. Joach, bin ich ganz bei dir. Demetrius ist beschäftigt. Ja, offensichtlich. Was ist der Sinn des Lebens, wenn du immer nur arbeitest? Ja, das ist eine gute Frage. Er tanzt ja am Billardtisch. Ach, ich bin nicht sonderlich gut. Und was geht bei dir? Ob ich Sam mal gewinnen lassen sollte? Nö. Eine Sache, die ich hier gelernt habe, jeder starrt dich an, wenn du anders aussiehst. Ja, komisch. Und das in einem kleinen Dorf. Aber gut, da müssen wir ja nicht drüber diskutieren. Wir verurteilen hier ja niemanden. Ich wollte gerade fragen, ob Penny wohl zu Hause ist, ob man zu ihr gehen kann. Bist du mit Linus befreundet? Er lebt in einem Zelt in den Bergen. Jeder ignoriert den armen Kerl. Er ist eigentlich ziemlich nett, nur ein wenig exzentrisch. Es muss in seinem Zelt zu dieser Jahreszeit echt kalt sein. Ja, das glaub ich wohl. Sollen wir dem mal mit irgendwas... Haben wir irgendwas dabei, womit wir dem eine Freude machen können? Ah, ich glaube gerade nicht. Egal. Dann schauen wir doch mal. Gehen wir erstmal nach Hause, würde ich sagen. Fällen vielleicht noch auf dem Weg ein paar Bäume. Können auch natürlich auf unserem Hof noch einfach ein bisschen Ordnung schaffen. So, deswegen, wir fällen hier unsere Bäumchen. Und ein paar Steine machen wir auch direkt platt. Dann haben wir direkt Platz. Wuhu, Eicheln. Wuhu, noch eine. Jetzt werde ich hier noch zum Eichellord.
So, da ist noch eine Eichel drin. Das sieht aus wie ein Kiefernzapfen. Jawohl. Ach, guck an, da sind noch Würmchen. Ein Stein, hurra! Vielleicht sollte ich auch mal bei Gelegenheit meine Werkzeuge hier verbessern. Zum Beispiel die Gießkanne, die habe ich ja noch nicht einmal verbessert. Oder habe ich die schon verbessert? Nee, ich meine nicht. Aber ich glaube, Spitzhacke und Axt wären sinniger, weil ich dann einfach weniger Schläge brauche und entsprechend weniger Kraft. Und somit natürlich viel mehr Bäume fällen kann in der gleichen Zeit. Mit weniger Aufwand. Aber heute ist es sowieso nicht mehr möglich, deswegen machen wir es einfach morgen. So. Mein Gott, wie viel alles schon im Boden wieder steckt. Habe ich einfach keinen Platz mehr im Inventar? Können wir denn wegschmeißen? Ja, wegschmeißen will ich eigentlich nichts. Ach komm, wisst ihr was? Den Seetang, den könnten wir doch wegschmeißen, ja. Stimmt, ich habe es ja blöderweise sofort aufgenommen. So, Sekunde. Werfen wir uns mal eben einen Müsli-Riegel ins Gesicht. So. Gibt doch direkt wieder neue Power. Dass wir noch das ein oder andere Bäumchen hier kurz und klein schlagen können. Beziehungsweise das ein oder andere Steinchen. So, weg mit dir. Ach, so ein ruhiger Winter. Herrlich. Und Robin ist noch bis in die Puppen am Malochen, die Gute. Was will der denn hier sammeln? Weswegen der sagt Inventar voll. Na egal, ich würde sagen, wir gehen mal so langsam ins Bett. Wobei, die zwei Sachen holen wir uns da eben noch raus. So. Ja, jetzt ist, glaube ich, mal Bubu-Zeit, auch wenn du noch hier weiterarbeitest. Aber wehe, du störst mich beim Schlafen, Schätzelein. Das finde ich überhaupt nicht geil. So, Moment. Haben wir noch zwei Eier dabei? Nee, leider nicht. Holen wir nochmal eben welche. Damit wir über Nacht noch ein bisschen Mayonnaise machen können. So, nehmen wir doch mal den letzten Mais. Sogar den güldenen. Und wir haben einen weiteren Diamanten fertig. Finde ich auch super. Was wollte ich? Eier wollte ich, ne? Falsche Kiste, falsche Kiste. Dann sind die hier oben. So. Dann mal rein damit. Zack. Und jetzt schleunigst ab ins Bett. Aber vorher plündern wir noch unseren Diamanten. So, jetzt aber. Gute Nacht. So, ein Weinchen ist fertig und das ist sehr gut, denn dann können wir die Kiste hier auch an ihren neuen Bestimmungsort bringen. Schon wieder Post, mein Gott. Gucken wir uns gleich an. Wir machen erstmal eins nach dem anderen. Erstmal die Arbeit, dann das Vergnügen. Oh, wobei wir sollten vielleicht erst einmal. So, die stellen wir erstmal hier hin. Haben wir schon was, was wir da reintun können? Kann man das Aubergine was machen? Nee, ne? Doch, kann man. Ja, cool. Ob das Auberginenwein wird? Ah, geil, der Stall ist schon fertig. Das ist ja mal mega geil. Cool. Hätte jetzt gedacht, das dauert noch einen Tag oder so, aber. Läuft ja. So, komm, wir sagen eben allen, dass wir euch lieb haben. Klauen eure Eier. Klauen eure Ungeborenen. Das klingt viel brutaler, als wenn man sagt, ich nehme die Eier aus dem Stall, ich klaue deren Ungeborene. Kommt man sich vor wie der Rattenfänger von Hameln. Weil das dann eher der Rattenfänger von Pelikan wäre, aber gut. So, da der Stall fertig ist, können wir dann auch bald ein paar Tiere kaufen. Die wir da entsprechend unterbringen können. Habe ich hier noch irgendwas Geodenmäßiges? Nee, ne? So. Muss eben kurz wieder ein bisschen was wegbringen hier.
Ich glaube, ich muss auch echt mal ein paar Artefakte wegbringen. Wobei, komm, machen wir doch mal hier raus. Direkt noch ein paar Schokoriegel. Beziehungsweise Müsli-Riegel, nicht Schokoriegel. So, da wollte ich hin. Schwere Geburt. So, wir müssen auch noch unseren Thunfisch wegbringen. Ich überlege gerade, wenn wir aus den Fischen Sashimi machen, werden die dann tatsächlich mehr wert? Ich glaube, ich schlage das mal nach zum nächsten Mal, bevor ich die verkaufe. Hatte ich jetzt hier schon die Mayonnaise eingesammelt oder wollte ich es noch? Nein, ich wollte es anscheinend noch. Natürlich sehr intelligent von mir, vorher die Eier in die Kiste zu packen. Ja, war doof, merke ich selber. So. Und rein mit euch, zack, zack. Und jetzt gucken wir auch endlich mal, was da in der Post ist. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Könntest du sie geheim halten? Ich will, dass du Emily einen Amethysten vorbeibringst. Es ist ihr Lieblingsstein. Sag ihr, dass er von mir kommt. Clint. Oha. Ich glaube, wir haben sogar einen Amethysten da. Ein, yo. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wir sind ja auch, formulieren wir es mal, nicht abgeneigt von Emily, aber... Na, ich glaube, ich will doch... Ja, komm, wisst ihr was? Nee. Ich hatte jetzt überlegt, ne, ob wir sozusagen das machen sollen und dann sagen, dass es von uns kommt. Ich denke mal, die Möglichkeit besteht. Aber ist ja auch nicht die feine Englische, Clint gegenüber. Und wenn wir sowieso, also gleichzeitig bei Penny, sagen wir mal, graben... Dann ist das ja auch nicht gerade nett, ne? Wir schauen mal ganz kurz, was wir hier für Tiere kaufen können, sofern der Laden schon auf hat. Ah, natürlich nicht. Es war so klar. Dann gehen wir eben mal zum Zauberer und machen den ein bisschen glücklich. Wobei wir theoretisch hier auch nochmal die Angel reinhalten könnten und mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was Gescheites rausziehen, was uns fehlt. So. Grüß dich, Magic Man. Das freut ihn. Aber immer noch bei 2 von 10. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr machen, als nur permanent Geschenke. Vielleicht müssen wir einfach mal mehr Aufgaben für ihn machen oder so. Mal schauen. Je nachdem, wie sich das da so ergibt. Aber ich würde sagen, wir erfüllen jetzt erstmal unsere Aufgabe Clint gegenüber. Und geben Emily den Amethysten und sagen, dass er von ihm kommt. Dumm, die dumm, die dumm, 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 dumm. Ha, Moment. Wir haben doch jetzt schon 9 Uhr, jetzt können wir doch hier vorbeischauen. Habe ich schon wieder ganz verdrängt. So, Tiere kaufen. Milchkühe. Jasper. Sehr schön. Ich sende die kleine Jasper sofort zu ihrem neuen Zuhause. So, kommen wir noch mehr? So, more. So, ich würde sagen, wir belassen es erstmal bei den beiden. Und schauen dann einfach mal, wie wir damit klarkommen. Wir sollten auch noch Zeiten an den Zaun bauen. Das machen wir, glaube ich, auch mal nachher. Nicht, dass die ausbüchsen, ne? So, schauen wir mal, ob Emily da ist. Jo, ist sie. Hallöchen. Weißt du, wie man einen Bohneneintopf zubereitet? Leider nicht. Oh, mein Lieblingsstein, du bist so süß. Hä, der ist von wem? Oh, du hast sie bei Clint geholt? Naja, egal woher er ist. Er ist wunderschön. Danke dir, Knutsch. Oi, oi, oi. Das ging ja jetzt mal voll nach hinten los. Warum konnte ich jetzt den Auftrag nicht
War das jetzt... Ich muss doch so nur fragen, war das jetzt ernsthaft falsch? Hätte ich den Clint bringen müssen? Er hat doch gesagt, ich soll ihn ihr bringen, oder? Die Dinge haben sich geändert, als der Jojo-Markt eröffnet hat. Für Pias Laden war es wirklich schlecht. Mutter mag den Jojo-Markt allerdings. Die Preise sind so niedrig, also kann sie dort mehr als bei Pia kaufen. Aha. Aber ich glaube, das hast du uns auch schon mal erzählt. Kommt mir zumindest nicht so ganz unvertraut vor. Guck mal hier, was in unserer Reuse drin ist. Noch mehr Müll, sehr schön. Dann können wir wieder recyceln. Und hier haben wir eine Krabbe drin. Das ist auch nicht schlecht. So, ich würde sagen, wir bringen mal eben den Sandstein weg, wenn wir jetzt schon mal sowieso unterwegs sind und gerade in der Nähe von der Bibliothek. Ich glaube, wir haben noch diesen getrockneten Seestern. Ah, davon haben wir aber schon einen. Ja, können wir auch nicht abgeben. Gut, alles klar. Stimmt, da oben war ja noch ein Buch, das wir noch gar nicht gelesen haben. Das Mysterium der Zwerge. Die Zwerge nennen sich selbst Smoluanu, was übersetzt so viel wie Himmelsleute bedeutet. Ein merkwürdiger Name für eine Gruppe, die tief im Untergrund wohnt, nicht? Ein weiteres Mysterium der Zwerge ist die fortgeschrittene Technologie, die sie angeblich besitzen sollen. Aufgrund von Anhaltspunkten wie diesen fühle ich mich trotz des Spotts meiner Kollegen zu einer neuen Theorie veranlasst. Ich glaube, dass die Zwerge die Überreste einer einst weit fortgeschrittenen Zivilisation sind, deren interplanetares Vehikel auf diesem Planeten vor langer Zeit abgestürzt ist. Ich vermute, dass das zwergische Raumschiff sich tief in den Boden bohrte und über die Zeit passten sich die Zwerge dann an ihren neuen Lebensraum unter der Erde an. Meine Kollegen fragen mich, warum kamen sie nicht einfach an die Oberfläche und lebten dort? Vielleicht hat ihr alter Planet eine stärkere Atmosphäre, die sie vor der stellaren Strahlung geschützt hat und sie können nicht unter unserer Sonneneinstrahlung überleben. Das würde erklären, warum sie nur in der Nacht an die Oberfläche kommen, um sich von unseren Häusern zu nehmen, was sie brauchen. Jasper. Nachts kommen hier Zwerge raus? Oder meinen die Junimos? Ja, es könnte auch sein, dass die eigentlich gemeint sind. So, ich fahr mal kurz zurück. Wir holen uns mal eben ein bisschen Ressourcen und dann würde ich sagen, verbessern wir mal die Spitzhacke. Dann können wir nämlich noch so ein bisschen weiter Holz fällen, weil wir ja doch noch einiges an Holz brauchen. So. Goldbarren brauchen wir. Und dich können wir mal hier reinpacken. Ach, wir wollten ja noch zum Community Center, stimmt. Haben wir gerade... Ne, Holz haben wir nicht da... Hartholzzaun, ne, das will ich ja nun auch wieder nicht. Ach, guck an, da ist direkt was fertig geworden. Sehr schön. Dann machen wir doch Sonnenblumenöl. So. Dann gucken wir mal. So, machen wir es erstmal so. Wir haben noch... Könnten natürlich noch das ein oder andere Einmachgefäß uns dazu holen. Wäre monetär gesehen, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. So, ich würde sagen, wir machen das mal hier. Das sollte reichen. So, ein Türchen brauchen wir natürlich auch. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen wenig, oder? Bin mir jetzt nicht sicher, ob der Platz so reicht. Egal, sagen wir es mal hallo. So, haben wir schon mal unsere ersten Milchkühe. Aber ich glaube, jetzt so wie ich den Stall sehe, macht das auch durchaus Sinn, dass wir uns noch zwei weitere Milchkühe holen. Denn wir können scheinbar sowieso noch keine anderen Tiere da reinholen. Weil die einen größeren Stall brauchen. Deswegen gönnen wir uns noch zwei weitere Kühe. So, Tiere kaufen. Kasko. Mit Vollkaskoversicherung. Hahaha.
War der gut? Kuh, oh Gott. Was ein kreativer Name. So, was haben wir denn für Tierbedarf? Heu, Heizgerät. Melkkübel. Ja, den brauchen wir auch. Wollen wir noch ein Heizgerät holen? Komm, wir holen mal für beide Stellen ein Heizgerät. Hätte ich vielleicht eher mal nachgucken können, aber... Naja. Kann man jetzt direkt schon was von den Kühen sammeln? Nee, ne? Ich unterstelle mal morgen erst. Aber schauen wir mal. So, ich habe euch auch lieb. Ach, sind noch ein Baby, okay. Gut, dann ist das, glaube ich, ziemlich egal. Können wir das eh noch nicht benutzen. Aber wir können ja mal eine Heizung aufstellen. So, zack. Dass ihr es auch schön warm habt. Und noch eine zweite Heizung. Für unsere kleinen, netten Dixie-Chicks. So. Stimmt, wir waren noch gar nicht in der Höhle, glaube ich, ne? Machen wir das mal eben. Juhu, Pilze. Wer hätte das gedacht? Kann man eigentlich aus den gewöhnlichen Pilzen irgendwas machen? Ich hab gestern mal wieder den Fernseher nicht angemacht, obwohl ich eigentlich nach Rezepten Ausschau halten wollte. Holen wir das mal eben nach. Ach, nichts, toll. So, dich holen wir raus, dich tun wir da rein. Und so machen wir es auch. Packen wir euch erstmal alle hier rein wieder. Ach, stimmt nicht. Oh, ich habe wieder rumgetrödelt. Ich wollte eigentlich meine Spitzhacke verbessern, aber jetzt hat der schon wieder zu. Toll. Ach, herrlich. So, dann bringen wir eben nochmal den Fisch ins Community Center und dann können wir den restlichen Fisch verwursten, verkaufen, was auch immer. Wir werden schon einen Weg finden. Aber wie gesagt, ich glaube, dass mit dem restlichen Fisch, das recherchiere ich nochmal, wie der mehr bringt, weil kann ja sein, dass er mehr bringt, wenn wir ihn irgendwie weiterverarbeiten. Kann auch sein, dass er einfach nur so das meiste bringt. Man weiß es nicht. Ein Thunfisch. Wisst ihr was? Das nehmen wir an. Weil Thunfische haben wir ja zwei. Dann bringen wir einen weg. Und den anderen zu Maru. So, auf zu Aqua City. So, Thunfisch, zack. Auch wenn der goldene Thunfisch vermutlich sehr viel Gold gebracht hätte. Ach, perfekt, da hockt sie. Wunderbar. Oh, das ist genau der richtige Antrieb für meine neueste Erfindung, Kopfgeburt. Danke. Ja, bitteschön. So leichte Aufträge nehme ich doch sehr gerne entgegen. So, dann gehen wir mal zurück. Und machen noch ein bisschen Film. Wir können noch ein, zwei Einmachgefäße aufstellen. Ich glaube, das fände ich jetzt alles andere als verkehrt. Damit wir auch weiterhin sagen können, immer lachen, Umsatz machen. So, wir sollten auch nochmal was verkaufen. Nämlich unsere fertigen Erzeugnisse. Wie gesagt, bei den Fischen, da gucke ich nochmal. Den können wir eigentlich auch verkaufen. Bringt uns ja so nichts. Im Museum spenden können wir ihn nämlich nicht. Oh, eine Fackel. Und noch mehr Öl. Ich glaube, ich habe es schon mal versucht, aber Fischöl geht nicht, ne? Nee. Okay, alles klar. Dann suchen wir doch mal was anderes, wo wir Öl rausmachen können. Wir haben noch Mais, sehr gut. Das sollte auf jeden Fall klappen. So, was haben wir hier? Saatguterzeuger. Wirf Nutzpflanzen hinein und bekomme unterschiedliche Mengen an Saat heraus. Funktioniert nicht mit Fruchtbäumen. Okay. Cool, cool. Also ich werfe eine Aubergine rein. Warte mal, ich glaube, unter einem Video hat mal einer
Ich weiß es, ich komme gar nicht auf den Namen, aber ich meine, das habe ich mal als Tipp bekommen, dass ich das Ding doch nutzen sollte. So, noch zwei Einmachgefäße, sehr schön. Dann schmeißen wir dich mal da rein. Und siehe da, es ist wieder was fertig. Haben wir Eier dabei? Nee, Moment, dann holen wir nochmal eben zwei aus der Kiste. Ob wir mehr Mayonnaise rauskriegen, wenn wir große Eier nehmen? Ich versuch's mal mit zwei großen Eiern und guck mal, ob wir da ein anderes Ergebnis mit produziert bekommen. Nein, ich will den nicht essen. So, Moment. Kann man Pilze auch einlegen? Nein. Aber die güldenen Kürbisse, und ich glaube, die dürften relativ viel bringen. So, zack, zack, zack. Den packen wir gleich bei uns hin. Ja, so müsste es passen. Okay, ich habe nur gerade kurz überlegt, ob die Aufteilung hier, wie ich es mir überlegt habe, Sinn macht. Aber es, ich glaube, es müsste tatsächlich so aufgeben, so wie ich mir das vorstelle. So, wir schmeißen eben noch unsere Erzeugnisse hier rein. So, den Saatguterzeuger, den stellen wir uns mal hier hin. So, ich würde sagen, wir sollten... Ich probiere mal was aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klappt, wie ich mir... Mann, habe ich da drei Amethysten? Jo, geil, cool. In der falschen Kiste doch noch was gefunden. Ich hab mich schon gewundert, warum ich nur einen habe. Ich guck mal, ob wir einen Krokus da reinschmeißen können. Nee, das geht natürlich nicht. Okay, es muss schon eine Nutzpflanze sein. Würde ich sagen, nehmen wir doch den normalen Kürbis hier. Weil Kürbis lief ja eigentlich immer sehr gut. Können wir auch Kürbisöl machen? Nee. Ach stimmt, wir hatten ja sowieso noch Mais hier. So, dann packen wir euch erstmal wieder weg. Zack. Harz kommt weg. So, dann würde ich sagen, wie gesagt, ich recherchiere dann auf jeden Fall nochmal, wie das ist mit den... Weil ich nehme ein paar Pilze mit. Ich gucke mal, ob ich damit irgendwas rezepttechnisch machen kann. Ach, das geht ja schnell. Okay, nee, geht noch nicht. Zumindest fehlt uns dazu dann noch wenigstens etwas. Wo waren die Pilze hier oben, ne? Jo. So, wir schauen mal, was wir jetzt hier rausbekommen. Drei Kürbissaat aus einem Kürbis, ja, sehr geil. Goodie, goodie. Ihr Lieben, dann würde ich sagen, machen wir heute mal ein bisschen früher, Bubu. So, zack. Und ernten die Früchte unserer Hofarbeit. 700 für das Öl, ach, und 40 für den Seestern. Ja gut, alles klar. Ja, Mayonnaise 2000 läuft auch. Ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.